Nicht unbedingt der schönste Anlass, sich hier zu treffen wegen einem Waldbrand, aber es geht ja immerhin um die Wälder Österreichs. Das aktuell hier ist der größte Waldbrand, den wir in Österreich jemals zu verzeichnen hatten. Normalerweise sind in Österreich durchschnittlich rund 60 Hektar im Jahr von Waldbrand betroffen. Hier alleine das Schadausmaß hat jetzt schon rund 120 Hektar. Das ist natürlich eine katastrophale Situation. Jetzt gilt es vor allem auch den Einsatzkräften ein großes Dankeschön zu sagen, bestmöglich zu unterstützen und danach dann den Wald auch wieder aufzuforsten. Jetzt hat es im Rahmen mit den Waldbränden in Griechenland, in Europa im Sommer oft das Argument gegeben, in Österreich ist die Aufforstung viel besser als in all diesen Ländern. Also könnte es sowas wie dort, was ja hier auch nicht der Fall ist, nie passieren. Aber ist nicht die Klimakrise auch ein Faktor, der einfach die Wälder in Österreich genauso trockener macht? Absolut, und wir haben jetzt schon seit Jahren auch große Schadholzereignisse, vor allem auch durch den Borkenkäfer. Das alles hat natürlich mit dem Klimawandel und der Dürre zu tun. Wir investieren aktuell intensivst im Wald. Wir haben 350 Millionen Euro aktuell für Wiederaufforstung, für Waldpflegemaßnahmen zur Verfügung. Auch hier wird in Zukunft massiv investiert werden, damit wir die Wälder wieder aufforsten. Aber das Thema wird uns auf jeden Fall über die nächsten Jahrzehnte noch sehr beschäftigen. Vielen Dank, Frau Minister. Dankeschön.